het grootste parlement meer straffen krijgen, op 3 maanden gültig zijn. Ja, dat is niet zo einfach met den Verschleder. Maar wat moet je nu opmerken? Het is een skandal dat die Branchenorganisation über Rechtsbeschlüsse hinwegsetzt. Dass der neue Standard-Milchkaufvertrag, der jetzt beschlossen werden sollte, die Vorgaben, die das Parlament beschlossen hat, nicht erfüllen wird. Weil das Parlament hat klar beschlossen, dass die Lieferung von B-Milch freiwillig werden muss. Und das will die Branche nicht umsetzen und setzt sich einfach damit über das Parlament hinweg. Jetzt gibt es aber auch Kreise, die sagen eben genau, dass der C- und B-Milch eigentlich die Pflicht, die abzuliefern, dass das den Preis stützt und nicht etwa zum Zerfall freigibt. Ja, da langt mein IQ nicht, um diese Argumentation zu verstehen, das muss ich ehrlich sagen. Also wenn das die Segmentierung sauber gehandhabt würde, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Eingestehen, dass die Segmentierung nicht sauber gehandhabt wird. Dass nachher plötzlich nicht mehr klar ist, ist das A-Milch oder ist es A2-Milch oder B1 oder B2 und dann nachher die Preise sich angleichen. Weil eigentlich ist klar, was im A-Milch-Segment ist und der Richtpreis ist dort beschlossen. Und was im B-Segment gehört, dort ist dann je nach Marktsituation etwas anderes. Aber der A-Milchpreis, der wäre fest und ich verstehe nicht, warum man dann sagt, ja nein, das geht nicht, das tut den A-Milchpreis stützen, wenn man noch B-Milch abliefert. Das verstehe ich nicht. Das könnte allenfalls sein, dass man A-Milch braucht, um irgend in einem Segment, das ist meine einzige Erklärung, dass man A-Milch braucht, um irgendeine Kapazität auslasten für einen 0815-Käse, weil sonst die Anlage stillsteht. Das würde ich akzeptieren als Argument, aber das ist anders zu lösen. Jetzt ist eben die DV, die wird jetzt nochmal schriftlich durchgeführt. Habt ihr irgendwie Hoffnung, dass das noch gekippt wird? Nein, aber es wird sicher eher noch möglich sein, dass einer dagegen stimmt, wenn es schriftlich stattfindet. Weil es braucht natürlich schon Mut gegen die geballte Meinung, die dann herrscht, dort als Rufer in der Wüste sagen, nein, halt. Aber anders wäre richtig. Die Branche versucht alles Mögliche, um diese Beschlüsse zu verschleiern. Wir hoffen, dass es nicht gelingen wird, weil wir hoffen, dass endlich die nötigen Bände in den Milchkaufverträgen, die Transparenz, endlich hergestellt wird, die Transparenz, die wir brauchen, um Unternehmen ist, Milch in diesem Land zu produzieren.